In diesem Video werde ich zeigen, wie wir unsere Kugelstoßsimulation auf drei Dimensionen verallgemeinern können. Und dabei sehr wichtig wird sein der sogenannte schiefe Stoß. Und dazu schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir haben zwei Kugeln. Die erste Kugel hat eine Geschwindigkeit V1 und die zweite Kugel eine Geschwindigkeit V2. So, das sind die Mittelpunkte der Kugel. Und wenn sie aufeinander zufliegen und es zu dem Stoß kommt, dann gibt es während des Stoßes folgendes Bild. So, die eine Kugel wäre hier und die zweite Kugel da. Dort berühren sie sich. Ich zeige nochmal die Mittelpunkte. Und jetzt zeichne ich noch zwei Hilfslinien an. Und zwar einmal eine Gerade, die durch die Mittelpunkte der Kugeln geht. Und diese Gerade nenne ich die Stoßnormale. Und dann gibt es in unserem Bild eine senkrechte Linie, die durch hier diesen Berührungspunkt geht. So, diese hier ist hier senkrecht zu der roten Geraden. Und für uns ist es eine Berührungs-, also eigentlich eine Gerade im Bild, aber in Wirklichkeit ist es eine Ebene. Zwei Kugeln berühren sich in einer Ebene und nicht in einer Geraden. Und die Idee ist die folgende: Ich zeichne noch die Geschwindigkeiten an. Einmal haben wir die Geschwindigkeit V1 und die Geschwindigkeit V2. So, der Trick ist der folgende: Man zerlegt diese Geschwindigkeit V1 in zwei Komponenten, und zwar so, dass wir eine Komponente haben, die parallel zu der Stoßnormalen ist und einmal senkrecht zu der Stoßnormalen. Und das gleiche mit der Geschwindigkeit V2, einmal eine parallele Komponente zu der Stoßnormalen und eine senkrechte Komponente zu der Stoßnormalen. Und wie bekommt man das? Bei V1 geht es folgend: Wir starten bei der Spitze von V1 und gehen parallel zu der Berührungsebene bis zu den Stoßnormalen. Und dort zeichnen wir einen Punkt. Und diese Linie hier von dem Mittelpunkt bis zum den neuen Punkt, das wäre die parallele Komponente von V1. Ich zeichne das als V1-Strich-Strich. Das soll andeuten, dass es die parallele Komponente ist. Und dann gibt es noch diese gestrichelte Linie, bei der zeichne ich auch so eine Pfeilspitze. Und also der gestrichelte Pfeil ist dann die senkrechte Komponente von V1. Dann gilt nämlich Folgendes: V1 lässt sich als Summe dieser zwei Pfeile zeichnen, weil wenn ich von dem Mittelpunkt der Kugel bis zum Ende von V1 gehen möchte, ist das der gleiche Weg wie von dem Mittelpunkt einmal entlang V1 parallel und dann V1 senkrecht. Und dieser Weg endet in dem gleichen Punkt wie der direkte Weg. Und bei Pfeiladdition kommt es darauf an, wo starte ich, wo ende ich. Also ist V1 gleich der Summe von der parallelen Komponente plus die senkrechte Komponente. Auf der anderen Seite mit V2 mache ich das gleiche, nur mit einer anderen Farbe. Wir starten an der Spitze von V2 und gehen parallel zu der Berührungsebene und zeichnen hier einen Punkt. Und nun gehen wir von dem Mittelpunkt der zweiten Kugel bis zu diesem Punkt hier.
und erhalten die parallele Komponente von V2. Und die gestrichelte Linie, wenn ich hier eine Pfeilspitze zeichne, ist die senkrechte Komponente von V2. Und wir erhalten die Gleichung V2 ist die Summe der parallelen Komponente plus die senkrechte Komponente. Und das ist die Situation vor dem Stoß. Diese Zerlegung hat folgenden Vorteil. Wir können jetzt alles anwenden, was wir über den frontalen Stoß wissen, weil es gibt ja einmal die, jetzt merke ich gerade, hier habe ich das falsch beschriftet, so das ist die senkrechte Komponente. So, da ist es auch senkrecht. Okay, also wo war ich? Genau, also wenn wir die Situation jetzt betrachten, haben wir entlang der Stoßnormalen einen frontalen Stoß mit den Geschwindigkeiten V1 parallel bzw. V2 parallel. Und die senkrechte Komponenten spielen bei diesem Stoß gar keine Rolle, weil sie sozusagen an der Berührungsebene vorbeifliegen. Das heißt, wenn ich jetzt die Geschwindigkeiten nach dem Stoß betrachten möchte, und diese möchte ich U1 und U2 nennen. U1 ist die neue Geschwindigkeit der Kugel 1 und U2 ist die neue Geschwindigkeit der Kugel 2. Dann werden die senkrechten Komponenten nicht verändert. Das heißt, V1 senkrecht wird dort als Komponente bleiben, beziehungsweise V2 senkrecht auch. Und was passiert ist, werden die parallelen Komponenten vertauscht. Also U1 wird sich dann aus der parallelen Komponente V2 zusammensetzen mit der senkrechten Komponente V1 und U2 ist die parallele Komponente V1 plus die senkrechte Komponente V2. Ich glaube, ich habe hier gerade V1 gesagt, das sollte U1 sein. So, und das sind jetzt die Geschwindigkeiten nach dem Stoß. In Blender selbst gehen wir jetzt folgend vor. Wir nehmen unsere Datei zum frontalen Stoß mehrerer Kugeln und bearbeiten diese. So, dazu lösche ich zuerst die weiße Kugel, die gelbe Kugel und die blaue Kugel. Liegt daran, dass ich ein paar Eigenschaften für die rote Kugel hinzufügen möchte, und das dauert dann wesentlich kürzer, die rote Kugel zu kopieren, als die Eigenschaften bei allen anderen per Hand einzutragen und damit zu verändern. So, dann gehen wir einmal zu dem Logic Editor und die Kugel soll sich jetzt in drei Dimensionen bewegen und die Geschwindigkeit kann ich jetzt nicht mehr als eine Zahl eingeben, sondern die Geschwindigkeit braucht drei Komponenten, einmal in die X-Richtung, Y-Richtung bzw. noch die Z-Richtung, und ich ändere einfach V in Vx, aus W mache ich Vy, dann füge ich weitere Eigenschaft Vz, so das sind die Geschwindigkeiten in jeweiligen Komponenten, einmal parallel zu der X-Achse, parallel zu der Y-Achse, parallel zu der Z-Achse in globalen Koordinaten. Und dann wissen wir, wir brauchen noch sozusagen diese Speichereigenschaften. Das wäre einmal die gespeicherte Geschwindigkeit in X-Richtung, einmal die gespeicherte Geschwindigkeit in Y-Richtung und eine in Z-Richtung. Die nenne ich dann analog Vx, Vy und Vz. So, für Vy, dem geben wir auch eine Geschwindigkeit und vielleicht erstmal eine Geschwindigkeit in eine negative Richtung. Also da sollen jetzt die drei Komponenten bei der Geschwindigkeit der roten Kugel. Und nun müssen wir unseren Skript bearbeiten. So, was ändert sich? Wir haben nicht mehr die Eigenschaften W und V,
sondern die Eigenschaft Wx bzw. Vx, und es kommen noch andere hinzu. So, diese müssen aber genauso gespeichert werden wie davor, also own Wx soll auf own Vx gesetzt werden. Nun kopiere ich diese Zeile und passe sie entsprechend an. Wy soll Vy sein und Wz soll Vz werden. So, das kann bleiben. Hier müssen wir etwas verändern. Die Eigenschaft V gibt es nicht mehr. Hier könnten wir zum Beispiel nach der Eigenschaft Vx gucken, ne, weil die Kamera und die Lampe, die haben die Eigenschaft Vx genauso wenig wie die Eigenschaft V. Und so kommen wir zu unseren Gegnern. So, hier die Sache noch mit der Dämpfung. Das löschen wir. So, wir wollen die eine neue Geschwindigkeit Vz haben. Diese werde ich in eine Variable Vz speichern. Analog dazu brauchen wir noch Vy und Vx. Warum ich gerade mit Vz angefangen habe, weiß ich selber nicht. So, Vx setzen wir auf eine Variable Vx. Own Vy setzen wir auf eine Variable Vy. Und jetzt müssen wir die Variablen Vx, Vy und Vz irgendwo herkriegen. Und das mache ich mit einer kurzen Schreibweise. Ich lasse Vx, Vy und Vz als eine Liste erzeugen, ein Array. Und dieser Array wird mir von einer Funktion gegeben. Und diese Funktion nenne ich V nach dem Stoß. So, dann wird es eine Funktion geben, V nach dem Stoß. Und diese Funktion wird als Input zwei Objekte bekommen, und zwar einmal unsere Own-Kugel und einmal die gegnerische Kugel. Hat den Vorteil, dass diese Objekte alle Eigenschaften haben, die wir für die Berechnung von Vx, Vy und Vz nach dem Stoß brauchen. So, um die Funktion V nach dem Stoß kümmern wir uns gleich. So, dann gehen wir noch zu der Zeile move dlog. Hier müssen die Komponenten verändert werden. Das wird jetzt own Vx. So, hier schreiben wir die Y-Komponente own Vy, und dann ändern wir auch die Position in die Z-Richtung, also das wäre own Vz, und hier ist es irgendwie falsch, so own, das passt. So, jetzt machen wir Wände in einer dreidimensionalen Welt, die würde ich gerne verkleinern. Jetzt sollen die Wände nur 10 Einheiten auseinander sein. Die Geschwindigkeit V gibt es nicht mehr. Wir können die Geschwindigkeit Vx betrachten. Genau wie hier. Und dann werden die X-Komponenten dieser Geschwindigkeiten gespiegelt. Und ich stelle mir die Wände vor wie einen Würfel. Also das wären jetzt sozusagen die Wände in X-Richtung. Wir brauchen noch Wände in Y- und Z-Richtung. So, Lieblingstastenkombination STRG und C und STRG und V. So, wenn wir die Komponente in Y-Richtung betrachten wollen, gucken wir uns Own World Position. Dann die dritte Komponente, das ist die Y-Komponente. Die Geschwindigkeit in Y-Richtung
Dann World Position, die zweite Komponente, das ist die Y-Komponente, Geschwindigkeit in Y-Richtung. Und wenn wir die Wand getroffen haben, ändern wir natürlich die Y-Komponente der Geschwindigkeit. Und jetzt nochmal Steuerung V. So, jetzt die Wende in Z-Richtung, also die dritte Komponente von Own World Position. VZ, die Z-Komponente der Geschwindigkeit. World Position 2, das ist die insgesamt dritte Komponente, also die Z-Komponente der Position in globalen Koordinaten. Und VZ ist die Geschwindigkeit. Und nun haben wir, hier waren natürlich die Geschwindigkeiten in VZ-Richtung haben. So, und jetzt sollte sich eigentlich die Kugeln bereits innerhalb des Würfels bewegen können. Wenn ich das Programm starte, wird Python aber zuerst meckern, weil er sagt, okay, diese Funktion V nach dem Stoß kenne ich nicht. Deshalb definiere ich noch schnell eine Funktion, also oder eine Methode V nach dem Stoß. So, diese Methode braucht zwei Objekte als Input. Ich nenne diese Objekte Kugel 1 und Kugel 2. Doppelpunkt. So, und schreibe jetzt mal ein Pass oder Pass, damit das einfach nur übersprungen wird. Das Programm wird dennoch starten, weil wir bis jetzt nur eine Kugel haben. Also es gibt noch keine Gegner. Ich möchte einfach nur sehen, ob ich mich hier nicht irgendwo vertippt habe. Deshalb wechseln wir zu den 3D-View und starten die Simulation. So, die Kugel scheint sich in 3D zu bewegen. Problem ist aber, wenn man keine Wände sieht, kann man die 3D-Bewegung kaum wahrnehmen. Wir könnten vielleicht das verfolgen, wie die Kugel gerade beleuchtet wird, aber es ist schwierig, irgendwie daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Deshalb machen wir so eine Fake-Wand, würde ich schon fast sagen. Dazu setze ich den Cursor in die Mitte des Koordinatenumsprungs, indem ich Snap Cursor to Center klicke. Jetzt ist der Cursor in dem Punkt 0,0. Dort setze ich einen Würfel unter Mesh Cube. So, und die Größe des Würfels musste 10 sein plus den Radius der Kugel. Also bei 10,5 musste der Würfel die passende Größe haben. Jetzt haben wir noch ein Problem, dass wir in das Innere von dem Würfel nicht gucken können. Dann drücke ich die Tabulator-Taste, um den Würfel zu bearbeiten. Dann hier, um die Flächen des Würfels zu bearbeiten. Jetzt sind alle Flächen ausgewählt, das möchte ich nicht. Drücke die Taste A, um die Auswahl aufzuheben. Und mit der rechten Taste hier auf dieser Fläche entfernen, und ich möchte nicht die Ecken entfernen, ich möchte nicht die Kanten entfernen, ich möchte nur die Faces, also nur die Flächen entfernen. So, und so können wir in die Kugel reinschauen, beziehungsweise fast. Also gleich werden wir sehen, der Würfel ist da, aber wir sehen den dennoch nicht. Also ich starte mal die in Bearbeitungsmodus kann man das nicht starten, also Edit Mode verlassen mit dem Tabulator und Simulation starten. So, der Würfel sollte da sein, ist aber nicht da. Es liegt daran, dass Blender Game sich die Berechnung von dem Inneren des Würfels spart, weil normalerweise entfernt man ja die Seiten ja nicht, also muss man das Innere des Würfels gar nicht darstellen. So, wir machen dann Folgendes. Der Würfel ist
ausgewählt, den geben wir ein neues Material und hier irgendwo bei Game Setting Bug Face Calling Cooling, dieses Häkchen müssen wir wegmachen. Dann werden die Flächen auch mit ihren Rückseiten dargestellt. Starten wir jetzt die Simulation, sehen wir den Würfel und die Kugel, die sich im Inneren des Würfels bewegt. Ja, irgendwie ist der Würfel, glaube ich, ein bisschen zu klein geworden. Soll uns jetzt aber egal sein. Also wir wollen nur sehen, dass wir uns wirklich in 3D bewegen. Und wir sehen, dass wir die Wände in verschiedenen Tiefen, verschiedenen Höhen treffen. Also der Würfel bewegt sich tatsächlich in 3 Dimensionen. So, jetzt brauchen wir wirklich mal höhere Mathematik. Man könnte das per Hand berechnen, die Rechenoperationen sind aber schon ziemlich kompliziert und eigentlich schon auf Abiturniveau. Deshalb lassen wir uns das von den schlauen Mathe-Modulen von Python berechnen. Ich importiere 2 Module, einmal ein ganz normales Mathe-Modul und einmal MathUtils. Also hier haben wir Mathe-Befehle wie Wurzel ziehen und so weiter. Und in diesem Modul haben wir Werkzeuge aus der Vektorgeometrie, das ist sozusagen Rechnen mit Pfeilen. Also ich schreibe mal hier lineare Algebra hinzu. Also das Mathematische dahinter interessiert uns gerade nicht so ganz. Wir können gleich diese Funktion als eine Blackbox betrachten. Das sprengt so ein bisschen den Rahmen an dieser Stelle. So, nichtsdestotrotz werde ich erzählen, was diese Funktion macht. Also zuerst brauchen wir die Stoßnormale. Und die nenne ich zuerst p-temp, weil das eine temporelle Variable für mich sein wird. Also die brauche ich für eine Zwischenrechnung. Und das soll ein Pfeil sein. Ein Pfeil ist in der Mathematik, in der höheren Mathematik, unter Umständen ein Vektor. Und den bekomme ich, wenn ich jetzt von der Kugel 1 aus folgendes Befehl ausführe, get vect 2 Kugel 2. Das Befehl macht folgendes, berechne mir einen Pfeil, der zu der Kugel 2 zeigt. Und die Ausgabe hat 3 Komponenten. Die erste Komponente ist der Abstand von der Kugel 1 zu der Kugel 2. Die zweite Komponente ist der Vektor von der Kugel 1 zu der Kugel 2 in globalen Koordinaten. Und die dritte Komponente ist der Vektor, also ein Pfeil von der Kugel 1 zu der Kugel 2 in lokalen Koordinaten. Was wir benötigen, sind die globalen Koordinaten, also nehme ich die erste Komponente. So, das wäre die Stoßnormale, nicht normiert. Normiert bedeutet, dass dieser Pfeil unter Umständen nicht die Länge 1 hat. Für das, was ich gleich mache, brauche ich nämlich einen Pfeil, der entlang der Stoßnormalen liegt und die Länge 1 hat. Und dazu kommt jetzt ein bisschen Mathematik, Hokus Pokus. So, ich brauche 1
geteilt durch und jetzt kommen die Komponenten von p-temp, die dann quadriert werden und aufsummiert werden und daraus muss ich noch die Wurzel ziehen. Die Wurzel bekomme ich aus dem Modul mat oder math und die Funktion heißt sqrt für Square Root, Quadratwurzel. So, und jetzt muss ich die Komponente von ptemp quadrieren. Ptemp die nullte Komponente zum Quadrat. Ich könnte jetzt hier ein mathematisches Zeichen für quadrieren hinschreiben. Das ist aber unter Umständen langsamer als die einfach nochmal mit sich selbst zu multiplizieren. Deshalb die erste Komponente von ptemp, die nullte Komponente von ptemp mal die nullte Komponente von ptemp, das ist ja die nullte Komponente zum Quadrat oder die x-Komponente zum Quadrat. Analog für die y-Komponente. Und dann noch die Z-Komponente. So, ptemp. So, dieser Ausdruck hier wäre nämlich die Länge von diesem Vektor, von diesem Pfeil. Mit 1 durch habe ich den Kehrwert davon und das multipliziere ich mit dem Vektor p. Temp und dann habe ich einen Pfeil, der parallel zu dem p-temp ist, hat aber die Länge 1 und das brauche ich für die Rechnung, die jetzt kommt. So, dann habe ich eine Geschwindigkeit v1. Ups, was ist jetzt passiert? Irgendwie. Nochmal. V1 ist die Geschwindigkeit der ersten Kugel. So, ich muss diese Geschwindigkeit als Vektor hinschreiben. Das finden wir in Mass Utils. Und ich möchte einen Vektor erzeugen. Und jetzt muss ich in runden Klammern die Komponenten von diesem, von dem Vektor reinschreiben. Und das ist einmal Kugel 1 Vx, Komma Kugel 1 Vy und Kugel 1 Vz. So. Und dann brauchen wir die Geschwindigkeit der zweiten Kugel. Das können wir auch copy-pasten. V2 ist im Prinzip das gleiche, nur wir nehmen die Kugel 2. So, was wir jetzt brauchen, um die Berechnung der neuen Geschwindigkeit, brauchen wir die senkrechte Komponente von V1 und die parallele Komponente von V2. So, V1O ist V1 orthogonal. Orthogonal ist ein schlaueres Wort für senkrecht. Das berechne ich gleich. Ich fange mit V2 an. Mit V2P für V2 parallel. So, das erhalte ich, indem ich folgende Rechnung durchführe. P mal in Klammern P mal V1. Hier wird ein Skalarprodukt von P und V1 gebildet. Das ist eine Zahl und diese wird mit P multipliziert. Und hier oben haben wir P mal V1, ups, ein Fehler hier, das muss V2 sein, sorry. So, das ist sozusagen die Projektion des Vektors V2 auf
die auf den Vektor p. Und hier brauchen wir die orthogonale Komponente und die können wir berechnen, indem wir von V1 die senkrechte Komponente abziehen. So, dann bekommen wir V neu. Ich definiere diese Variable und das ist nichts anderes als V1O plus V2P. Und ausgegeben soll eine Liste sein von Komponenten, also return ein Array und dort sollen die Komponenten von V neu ausgegeben werden. Also V neu 0, das ist die x-Komponente von V neu 1 und V neu 2. So, wie gesagt, etwas höhere Mathematik muss uns an dieser Stelle nicht so ganz beschäftigen. Wichtig ist, was macht diese Funktion? Sie zerlegt unsere Vektoren in parallelen und orthogonalen Komponenten und tauscht die orthogonalen Komponenten aus und gibt diese zurück. Okay, falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe oder vertippt habe, muss alles so stimmen. Also einmal Daumen drücken, in 3D-Modus wechseln. So, wir kopieren diese Kugel, also Leertaste, Duplicate Object. So, jetzt haben wir eine rote Kugel. Was ich noch gerne hätte, ich führe einmal ein paar Tests durch. So, und zwar lassen wir die Y- und Z-Komponente erstmal weg bei der Kopie der roten Kugel und auch bei der roten Kugel selbst. Und lassen die Kopie der roten Kugel noch in die entgegengesetzte Richtung sich bewegen. Vielleicht ändern wir die Geschwindigkeit auf 0,05. So, 3D-Modus. So, jetzt musste sich die rechte Kugel auf die linke Kugel zu bewegen und die linke auf die rechte zu. Die rechte dürfte etwas schneller werden. Und wenn sie zusammenstoßen, aufgrund ihrer Position, mussten wir einen frontalen Stoß haben und die mussten dann ihre Geschwindigkeiten tauschen und sich eigentlich so bewegen, wie wir das aus den alten Simulationen kennen. Okay, das hat so gar nicht geklappt. Wo ist der Fehler? So, nach langem Überlegen bin ich der Meinung, den Fehler gefunden zu haben. Lustigerweise habe ich den Fehler schon zum zweiten Mal gemacht. Also das hatten wir schon mal, als wir die erste Kugelsimulation gehabt haben. Wozu speichern wir denn doch die Geschwindigkeit der zweiten Kugel? Wir müssen natürlich auf die gespeicherte Geschwindigkeiten Wx, Wy und Wz zugreifen, sonst greifen wir auf eine bereits geänderte Geschwindigkeit und das Ganze sieht überhaupt nicht physikalisch aus. So. Das kommt noch von einem Test. Ich setze die Kugel wieder mal auf eine Höhe 0. So, nun mögen sich die Kugeln jetzt aufeinander zu bewegen. So, jetzt sieht es aus, wie es aussehen sollte.
Okay, jetzt verändern wir die Stoßebene, indem wir die Kugel etwas anheben. Und wenn die Kugel aufeinander zukommen, wäre das die Stoßnormale. Also nur diese Komponenten werden ausgetauscht. Das bedeutet, die Kugel musste dann etwas nach oben bewegt werden und die Kugel etwas nach unten. Mal schauen, oder ob das dem entspricht, was wir haben wollen. So, das sieht ziemlich gut aus. So, dann verschieben wir die Kugel noch etwas in Y-Richtung. Dann hatten wir einen ganz schrägen Stoß, einen ganz schiefen Stoß. Und auch das scheint zu funktionieren. So, dann setzen wir oder wir kopieren einfach die Kugeln. So, Duplicate Objects. So, dich bewegen wir nach da. Ich markiere einfach alle drei Kugeln, dupliziere diese, bewege dorthin. Dupliziere nochmal. Also der Rechner ist nicht so leistungsstark und dann noch mit der Aufnahme. Ich glaube, die 9 Kugeln reichen bereits. So, es gibt gerade nur zwei Sorten von Kugeln, zwei Anfangsgeschwindigkeiten. Mal gucken, wie sich das gleich einpendeln wird. Okay, damit hätten wir die Simulation mit einem frontalen Stoß auf den schiefen Stoß in drei Dimensionen verallgemeinert.